Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Wieder zurück mit euren Lieblings-Kriegsveteranen Hobo, Cal Kestis und BD1. Ist es BD1, BD3, ne? Ist es BD1 oder BD3? Ich vergesse immer. BD1, ja, BD1. War BD3? War das der von links hier? Von der neuen Trilogie? Ist glaube ich auch so, ne? Egal, wir sind hier zurück in diesem Spiel. Wir haben jetzt, ich kann meine Waffe nicht ziehen, okay, aber ich garantiere euch, ich habe eine Knarre. Wir haben eine Knarre, die haben wir schon beim letzten Mal gehabt. Was rede ich eigentlich? So, da wollte ich gar nicht hin. Ich bin mal auf Screen hier zum Archiv gegangen, weil wir müssen hier hin. Ich hatte nämlich irgendwie gedacht, weiß ich nicht, wir müssen hier wieder zu ganz am Anfang zurück, ne? Also wo wir hier gestartet sind damals, ne? Um von diesem Planeten wegzukommen, ne? Aber ne, wir müssen hier in dem Hangar, stimmt. Weil wir müssen zurück nach Kobo oder zu dem Mond von Kobo müssen wir, glaube ich, hin. Hier ist meine Knarre. Boom. Bang, bang. Kann man die Knarre auch irgendwie verändern? Wäre natürlich sehr gut, ne? So, wir müssen zurück nach Kobo. Warum eigentlich? Schon wieder vergessen. Keine Ahnung. Wir müssen zurück nach Kobo, weil da geht die Story weiter. Auf Jedha ist der Planet, genau. Auf Jedha haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen alles erkundet. Was wir hier so erkunden können, ne? Deswegen, warte mal, lass mich mal gucken. Kann man das Schwert, die Knarre auch irgendwie ändern? Ich habe glaube ich irgendwas an dem HUD hier verändert. Man kann irgendwie die Farben hier. Das ist eine coole Sache, die ich herausgefunden habe. Na guck mal, hier die Großmeister Paradefenster ganz klein, Eingegner Schaden und GE Aggression voll hoch. Irgendwo konnte man, wo habe ich das gefunden? Barrierefreiheit irgendwie so. Farbprofileinstellung, ja, man kann hier nämlich die ganzen Farben und so ändern. Ne? Ich kann zum Beispiel hier die Farben der Gegner und so weiter alles umstellen. Irgendwas hier habe ich umgestellt, ich weiß nur nicht was. Ich habe die Farben von irgendwas geändert. Ich glaube hier andere Balken habe ich lila gemacht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube die Blockanzeige der Gegner habe ich auch irgendwie anders eingefärbt, ich weiß es nicht. Man kann den Blaster auch modifizieren. Oh, nice. Ah, du kannst Materialien dafür finden. Da ist ja geil. Oh, guck mal. Ja, ich möchte jetzt aber nicht ein grünes Lichtschwert unten Dings haben, ne? Machen wir es mal so. Kein alltäglicher Blaster. Mach ich offscreen. So, lass mich mal hier kurz beten. Dann wird, glaube ich, wieder mein Ding hier aufgefüllt, ne? Meine Schüsse. Ja, gut. Und dann gehen wir zurück nach Kobo, um die Story voranzutreiben und zu gucken, wie es ja weitergeht. Wir müssen ja dieses verlorene Sternsystem hier finden, das in der Nähe da ist, ne? Und mal, wir hatten irgendwie die Wahl, was zu machen, ne? Was auszuwählen, aber ich habe mir zu lange Zeit gelassen und der eine Typ hier, dieser Kopfgeldjäger, hat mir die Entscheidung da abgenommen. Deswegen nehme ich mal an, gehen wir jetzt hier zum zerstörten Mond, genau. Tenalor, das müssen wir finden. Aber hier müssen wir, glaube ich, auch hin, ne? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier zum neuen Ort, ne? Los geht's. Vielleicht sind diese Anachoreten doch nicht so übel. Hast du sie nicht Spinner genannt? Das war bevor Sia mir gesagt hat, dass sie Flüchtlinge vor dem Imperium verstecken. Wirklich? Ja, zusammen mit einer Gruppe namens Versteckter Pfad. Streng geheim, muss also in der Familie bleiben. Verstanden. Anscheinend hast du eine gute Crew, hattest. Du weißt, was ich meine. Wirklich? Boah.
Zauber denkt, wir finden raus, wie wir durch den Abyss kommen, indem wir Dagens alte Schlupfwinkel finden? Das stimmt. Weißt du irgendwas über dieses Labor auf dem Mond, Grease? Bin ich etwa ein Fremdenführer? Ich bin ein vielbeschäftigter Latero. Keine Zeit für kaputte Monde. Ich dachte, er sagt, ich bin ein sehr schwer beschäftigter Latino. Ich hatte keine Ahnung. Sehr interessante. Alles klar. Ich sehe es ja schon. Oh. Sehr einladend. Alles gut? Ja, ja, nur ein wenig eingerostet. Und du? Tja, ein wenig unruhig, aber wir schaffen das. Ich finde gut, dass er in jedem Part irgendwie vollkommen anders aussieht, in jeder Cutscene. Ich bin ein gesuchter Verbrecher, ich muss mein Aussehen immer ändern. Jetzt findet mich das Imperium. Oh. Er ist zerstört, was können da noch rumlaufen? Ich habe den Sound vom Spiel übrigens ein bisschen hochgeballert, ne? So ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich nicht zu leise bin oder das Spiel ist zu laut oder so. Weil das passiert immer, wenn ich irgendwie was an dem Sound irgendwie ändere und dann, ja, keine Ahnung. Was los? Bei mir? Oh ja, klar. Ich bin wirklich froh, dass du die Mantis wieder auf einen Mond gebracht hast, auf dem es spuckt. Es wird nicht lange dauern. Ich muss nur das Labor finden. Oh, vielleicht finden wir jetzt Zombie-Sturmtruppler. Klar, lass dir Zeit. Okay, mache ich. Wo ist der andere Kollege? Wahrscheinlich wieder draußen, ne? Na, vielleicht ist er gerade zum Mittag. Ich habe gerade gesehen, wie der was gegessen hat. Ne? Hätten Sie dieses Labor nicht an einem sonnigeren Ort bauen können? Was du nicht sagst. Warum genau sind wir nochmal hier? Uns bei der Navigation durch den Kobo-Abyss hilft. Okay. Umso besser. Laut Grease ist der Abyss ein Schiffsfriedhof. Und wir sind jetzt auf einem Mondfriedhof. Oh, gab es da nicht im ersten Teil auch? Ganz schön viele Friedhöfe. So, bist du wieder, begleitest du mich hier durch diesen Mond? Kann ich dich irgendwie so rufen? So, zerstörter Mond, Frachtladedeck. So. Ich habe meine... Oh. Deswegen schaut man sich immer schön um. Da steht auch 0 von 1 von einem Sammelobjekt. Okay. So, wer bist du? Gegner. Diese Station ist geschlossen. Sie sind hier. Wer? Wir wurden angegriffen. Evakuierungsprotokolle laufen. Das ist wie so eine verbesserte Version von C3PO irgendwie. So, da ist er nicht so weit entfernt. Erinnert mich an die Anlage im Wald, nur in einem weit größeren Maßstab. Cordova sagte, es gibt Aufzeichnungen eines Besuchers. Warum kann ich denn weniger hochspringen, wenn ich runterfahre? Das sieht nach Kriegshandwerk aus. Okay. Ja, schon der erste Meditationspunkt. So. Oh. Ich habe immer offscreen so Gedanken gemacht, was bei unter Fähigkeiten, du hast ja so verschiedene Bäume, wo du irgendwie so Sachen reinpacken kannst, ne, so deine Skillpunkte, ne, du hast ja so verschiedene Fähigkeitsbäume, ne, so einmal so ein Lichtschwert, zwei Lichtschwerter, ich habe jetzt ein Doppellichtschwert, ne, ja, genau, war ich einmal Blaster, ich will ja Blaster ausprobieren, ne, eine Weile lang. Und ups. Ah, da muss ich ja zum Meditationspunkt hinrennen erstmal. Ich habe irgendwie so Gedanken, weil du hast ja verschiedene Fähigkeitsbäume, so oh, zwei Schwerter, Doppelklinge und Schwert und Blaster und so, ne? Und da ist noch ein Ding, das noch verschlossen ist, ne? Wo dann noch ein anderer
Kampfstil dann wahrscheinlich freigeschaltet wird. Ne? Und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber, was das sein könnte. Ne? Und ich habe so ein paar Theorien. Ne? Und ich will nicht wissen, ob die stimmen. Ob ich nah dran bin oder ob das keine von denen ist. Ne? Aber ich habe so ein paar Theorien, was das vielleicht sein könnte. Ne? Das erste, was mir einfallen könnte, wäre irgendwie Lichtschwert und Schild, ne? Was ein bisschen merkwürdig ist, ne? Aber ich habe mir gedacht, ja, Lichtschwert und Knarre ist jetzt auch ein bisschen sehr merkwürdig, also warum nicht Lichtschwert und Schild, ne? Aber das war irgendwie merkwürdig, weil ich habe, glaube ich, noch nie einen Sith oder einen Jedi gesehen, der mit einem Lichtschwert und mit einem Schild gekämpft hat. Nicht mal in Knights of the Old Republic, also da wäre halt irgendwie, da hätte halt irgendwie voll gut gepasst, ne? Weil ein Rollenspiel war, ne? Und einige Charaktere sind noch mit Schwertern und so umgelaufen, ne? Da hat er irgendwie perfekt reingepasst, aber ne, gab's nicht. Ich meine, du hattest so Energieschilder, aber du hattest jetzt nicht so Ritterschild oder irgendwie sowas, ne? Also das könnte ich mir vorstellen, ne? Dann, was ich mir vorstellen könnte. Gut, böse. Okay. Also keine Ahnung. So viel dazu. Also das ist eins, was ich mir vorstellen könnte vielleicht, ne? Aber wer weiß, ne? Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwie so ein Kylo Ren ähnliches Lichtschwert, ne? Wie ist der Messwert? Nicht stabil. So im Sinne von, das könnte ich mir dann irgendwie so als so eine Art Großschwertkampfstil irgendwie vorstellen, ne? Du hast irgendwie, dein Lichtschwert ist irgendwie größer und stärker und mächtiger, ne? Aber du greifst irgendwie langsamer an oder so, ne? Das ist so der Angriffskampfstil oder irgendwie sowas, ne? Ich habe übrigens erst vor kurzem herausgefunden, warum Kylo Ren so ein Schwert hat, ne? Weil Kylo Ren hat ja dieses Lichtschwert, wo in den Seiten ja auch noch so Klingen rauskommen, ne? Und ich habe mich schon lange gewundert, warum, oh Gott, habe ich das später gesehen. Ah, ja, toll. Warte mal. Und ich habe mich schon lange gewundert, warum das überhaupt so ist, ne? Und dann habe ich jetzt vor kurzem herausgefunden, dass das daran liegt, weil Kylo Ren, als er sein Harmonie, weil Kylo Ren, als er nämlich sein Lichtschwertkristall geblutet hat, ne? Der ist irgendwie instabil geworden, ne? Nachdem er sein Lichtschwertkristall geblutet hat, für die es nicht wissen, ne? Lichtschwertkristalle bluten, das bedeutet sozusagen dein Lichtschwertkristall rot zu machen. Ah! Alter. Okay, da war ein bisschen heft. No. Kannst du es wagen? Ich wusste, du kommst direkt da mit so einem Angriff. Das ist voll unfair, ne? Oh, komm, man. Ah. Ich fand es ein bisschen unnötig, da gerade gestorben zu sein. Mal nur ein Gegner, aber mein Gott, die hat mich schon wieder aus dem Nichts angegriffen, ja. Also ja, da guckt sich dann an. Aha. Und greift mich an. Was? Wie hat mich das getroffen? Nein, ihr wollt es nicht erledigen. Was ist das? Ah, die bricht dann ab. Jetzt habe ich aus Versehen den Druiden erledigt. Oh, ich bin noch am Ausweichen.
Und ich auf den Nerven. Boah. Mein Gott, ey. Boah, da war schon wieder ein bisschen nerviger als gedacht. So, jetzt habe ich auch den Leben umgenietet, ey. Okay. Alles klar. Ups. So, keine Ahnung, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Kylo Ren, ne? Für die es nicht wissen, ne? Lichtschwertkristall bluten bedeutet irgendwie. Das hat ja auch dieser eine Typ gemacht hier. Hat so geklappt. Ha! Oh nein, da ist ja noch einer. Kann ich mal nicht schwer. Oh mein Gott. Oh Gott. Der war irgendwie schon wieder knapper als gedacht. Was ja da klappt hat gerade. Ich soll irgendwie abstellen. So, kann ich jetzt mal zu Ende erklären. Für die es nicht wissen, Lichtschwertkristall bluten. Das bedeutet. Leistung der Einrichtung ist suboptimal. Anlage immer noch inaktiv. Wenn Jedis irgendwie weit nicht zu Sith werden, dann nehmen die ihren alten Lichtschwertkristall, welche normalerweise blau oder grün sind, ne? Und dann bluten die den und machen den sozusagen rot, damit die halt, weil die Sith, die haben ja alle rote Lichtschwerter, ne? Und ich weiß nicht, ob die irgendwie ihre Macht konzentrieren oder ihre Wut oder irgendwie sowas. Irgendwas machen die auf jeden Fall. Irgendwas Mystisches. Und das sorgt dann dafür, dass deren Lichtschwertkristalle dann rot werden. Ne? Früher war das so, dass sie einfach einen anderen Lichtschwertkristall da reingepackt haben. Ne? Aber jetzt müssen die bluten. Ne? Und Kylo Ren hat mit seinem Lichtschwertkristall gemacht, als er zu Kylo Ren geworden ist. Ne? Bin ich da durch? Ja, ne? Und als er das gemacht hat, ist irgendwie sein. Oh nein, schon. Kriegst du Erfahrungspunkte dafür. Und ja, als er das gemacht hat, ne, ist irgendwie sein Lichtschwertkristall instabil geworden, ne? Weswegen der irgendwie diese. Oh Mann. Weswegen der sozusagen. Ich schwebe. Und ja, der hat halt mit seinem Lichtschwertkristall gemacht, weil als er halt mit seinem Lichtschwertkristall gemacht hat, ist er irgendwie instabil geworden. Ich sag das jetzt zum fünften Mal, glaube ich schon, ne? Und oh, ehrlich. Und ja, damit, ich nehme jetzt mal an, damit den sein Lichtschwertkristall jetzt nicht irgendwie in die Luft fliegt oder so, ne? Sie wollen wirklich nicht, dass wir uns hier umsehen, was? Damit sein Lichtschwertkristall nicht irgendwie in die Luft fliegt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Mussten ja so zwei Löcher an den Seiten gemacht werden, wo dann irgendwie die Energie rausströmt, ne? Deswegen sind an der Seite irgendwie diese Klingen, die da rauskommen. Die sind mehr oder weniger so Lüftungssysteme, ne? Damit das Ding nicht irgendwie explodiert oder keine Ahnung, oder sein Lichtschwertgriff irgendwie in die Luft fliegt, keine Ahnung, ich weiß das nicht genau. Aber das war interessant, ne? Also, als ich das herausgefunden habe. Ach, du kannst gar nicht hier durch. Ich wollte ja eigentlich gerade noch runterspringen. Also ja, das ist der Grund, warum Kylo Ren irgendwie an den Seiten irgendwie so klingen hat, ne? Für die es nicht wussten. Hat sein Lichtschwertkristall geblutet. Er ist instabil geworden. Und damit er nicht in die Luft fliegt, sind da ein paar Löcher an den Seiten, ne? Als Lüftungsventile. Und ja. Wie kam ich jetzt darauf? Ah ja, weil ich raten wollte, was noch so ein Kampfstil ist, den man freischalten konnte, ne, in diesem Spiel. Und so könnte ich mir halt irgendwie so vorstellen, irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so ein Lichtschwertkristall. Oh nein. Ich krieg vielleicht irgendwann so ein Kylo Ren Kampfstil mit so einem Lichtschwert, wo so Klingen an den Seiten rauskommen, ne.
Das ist dann irgendwie voll der schadensorientierte Kampfstil, wo ich voll dicke Schaden mache, aber ich voll langsam angreife oder irgendwie so was. Abkürzung, sehr cool. Also ja, das Lichtschwert und Schild könnte ich mir vorstellen, ne? Dann vielleicht noch, weiß ich nicht. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist so ein machtorientierter Kampfstil, ne? Aber wie soll man das irgendwie so umsetzen, ne? Natürlich damit so kleinen Machtschüben irgendwie so normal angreifen, weil irgendwie muss ja normal angreifen, ne? Und da ist ja entweder wieder so ein Einklingen-Lichtschwert plus Macht, was eigentlich genau gleich ist wie Lichtschwert und Knarre. Hier kommt doch irgendwie ein Boss. Oh, nee. Magna-Wache. Ja, die Leute von Grievous, oder? Du. Au. Machen aber auch viel Schaden, ne? Möchte ich da reinschubsen? Die halten immer so viel aus mit deren Ausdauer-Dinger. Sind seine Ausdauer schon wieder voll? Ey, ich krieg den gar nicht down. Sind seine Ausdauer ist immer wieder. Seine Ausdauer ist die ganze Zeit irgendwie. Ich habe so ein Gefühl, ich müsste parieren oder so, ne? Versucht hat mal auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich dachte, ich hatte es gerade. Oh, ich habe es geschafft. Ja. Oh Gott. Oh mein Gott, der kommt immer. Alter, der Carry sein, der immer angreift, wenn ich gerade. Aber man kriegt keine Bolzen, wenn ich irgendwie ohne den Dings angreife. Ich dachte, egal mit was für ein Kampf, sie ich angreife. Pocket aber weg. So viel dazu. Der hat ja auch echt alles abwehrt, ne? Jetzt ein Weg. Oh, ich habe keine Heilung, sehe ich gerade. Oh, ist ja voll nervig, ey. Ich krieg den ja gar nicht down. Oh, alleine. Oh. Komm her, du Stück. Oh, sehr gut. Ah. Was? Nein. Oh nein, der hat doch noch gar nichts mehr. Oh, komm schon. Gibt's jetzt nicht. Der hat doch nichts mehr an AP. Danke. Boah. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gegen eine Magna-Wache kämpfen muss. First try übrigens, ne? Ich habe keine Heilung. Harmonie. Ich habe das Gefühl, das Tier könnte mich töten, wenn ich nicht aufpasse. Oh Gott. Also Meditationspunkt wäre jetzt mal nicht schlecht, ne? Schon eine ganze Weile her, dass ich einen gesehen habe. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich komme irgendwie gar nicht dazu, heute irgendwie zu erklären, so was für Kampfstil ich denke, werden irgendwann noch hier hinzugefügt worden sein, ne? Ich werde nicht mehr dazu kommen, habe ich so Gefühl. Also ja, Schwert und Schild, Kylo Ren Schwert und vielleicht und nun
Und nun soll ich da rennen? Ich kann mir nicht wirklich leisten, hier gerade einen Fehler zu machen, weil ich keine AP habe. Also ja, das kann ich mir vorstellen, wenn ein Kampfstil so machtorientierter Kampfstil, würde ich mir vorstellen, ne? Aber wie würden da irgendwie normalen Angriffe aussehen? So, ich tue so, so kleine Machtschiebe irgendwie auf die Gegner schießen, keine Ahnung. Hier runter. Oh, ich bin sowas von tot. Pff, cool. Ja, ich darf vielleicht noch mal durch die Gegend rennen anscheinend. Ich weiß gar nicht, ob man sterben kann, wenn man irgendwie so 0 AP. Ich wollte mich eigentlich fallen lassen die ganze Zeit. Ja. Na, das wollte ich machen gerade. Weil dann wird es ja auch wieder mit so einem Einschwert rumlaufen, ne? Würde ich jetzt mal raten. Würde dann mit einem Schwert rumlaufen und dann irgendwie, weil nicht Macht schiebe. Keine Ahnung. Ja, das könnte ich mir noch vorstellen. Das ist eine Abkürzung, glaube ich. Aktiviert das Teil. So, da unten sehe ich was Schönes. Nein, andere Richtung, Kollege. Ich will mich gerne ein bisschen heilen, wenn es geht. Ich habe ein AP. Ich bin sowas von tot gleich. Da bring mich dazu ein Dingszeug, bitte. Ha! Ha! Ich dachte eigentlich, ich würde hier mal so an so einen Meditationspunkt zurückkehren oder so. Wir müssen das hier benutzen. Ah. Oh mein Gott. Einmal Heilmittel, danke. Oh. Bleiben wir in Bewegung. Alter, da war wieder eine Runde hier gerade. Nehmen wir das Elektroteile ausstellen. War das schon vorher hier? War ich ja schon? Ist ja der gleiche Meditationspunkt, ja, ne? Also ja, Macht, Kylo Ren Schwert, Schwert und Schild. Oh, da runter kann ich doch, ne? Pass auf. Boom. Stylisch. Was kann ich mir noch vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht so ein Count Dooku Saber, ne? Ja, wie willst du das schon wieder umsetzen, ne? Oh, da komme ich gar nicht dran. Ah, ich habe so eine Idee. Pass mal auf, ne? Vielleicht funktioniert das. Ne? Pass auf. Haha. Wer hat's drauf? Ich hab's drauf. Als ich da gerade vorbeigeflogen habe, ich mir schon gedacht, das geht doch bestimmt so, ne? Bonk. Fähigkeitspunkte halten. Ich weiß nicht, wofür ich die noch ausgeben soll. Ich habe eigentlich schon irgendwie so alles, was ich haben will, ne? Ich will eigentlich jetzt nur warten, bis irgendwie mein Überlebensbaum sich irgendwie noch verstärkt, ne? Damit ich wahrscheinlich noch mehr über HP und so kaufen kann, ne? Oder ich fokussiere mich mal irgendwie auf einen Lichtschwertstil, ne, und versuche den hochzuleveln. Aber da ist halt die Sache, ne? Ich switch die ganze Zeit hin und her. Deswegen weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, auf welchen ich mich festlegen soll. Sind eigentlich alle interessant. Hm. Mal schauen. Oh. Abkürzung. Oh, hier. Also ja, so ein Count Dooku Kampfstil wäre nicht auch schlecht, so ein Fechterstil, ne? Wie wird sich das irgendwie so übersetzen in dem Spiel, ne? Nein, ich wollte eigentlich hier landen. Also ja. Und wie gesagt, ich will nicht wissen, ob ich nah dran bin. Ich will nicht wissen, so, oh ja, das ist einer Kampfstil, du hast es erfasst. Oder nein, das ist keiner von den Kampfstilen oder so, ne? Ich tue nur so ein paar Theorien irgendwie so. Auch dann schon wieder so ein Machtriss. Oh.
Das sind nur so Theorien, die ich raushaue. Ich will jetzt keine Antwort darauf haben. So, oh, du bist voll nah dran oder nee, du bist voll weit entfernt. So, nee, das ist einfach nur so, ne? Na, guck mal. Zersplitterte Ausdauer. Muss ich ja machen. Überleben. Viele Gegner töten. Ah, wir haben ja die Episode 1 Musik. Was genau muss ich ja machen? Ach, da oben habe ich eine Liste, sehe ich gerade. Ich muss 150 Gegner erledigen. Oh, habe ich gerade die perfekte Waffe dabei. Ich habe das Gefühl, das ist machbar. Oh, oh mein Gott. Der Witzige jetzt, ich muss eigentlich nur mein... Alter. Leute, beruhigt euch ein bisschen. Übertreibt ja schon wieder maßlos gerade. Komm. Warum will die mich manchmal nicht lassen? Ah. Will die mich einfach manchmal nicht lassen, ey. Ich will doch nur mich heilen, ey. Die lassen mich einfach nicht manchmal. Dann schaffe ich das so weit vorne. Ich war nur noch 10 Dinger entfernt. Mein Gott, ey. Ich habe das Gefühl, dieser Machtschub bringt es auf jeden Fall so. Ja, da kommt immer so einer so durch, ne, und dann... Oh, ich finde die Episode 1 Musik gerade richtig gut. Das hatte ich einfach Dings jetzt spammen. Aber das war im Angriff, wenn gar nicht. Boom. Wenn ich mich heile, muss ich ja sowieso wieder... Dieses ganze Trash Talk von denen, ne? Na gut, die Dinger muss ich eigentlich nur ausweichen, ne? Oh Gott, treffe ich nur ein. Was zum? Lösen die sich in eine Explosion auf oder was ist hier los? Bitte? Alter. Ich will mich doch nur heilen, Mann. Boah. Ich habe schon zwei, dreimal den System durch die Luft fliegen gesehen und der heilt sich einfach nicht, Mann. Alter. Das hat nicht funktioniert. Muss ich die alle irgendwie bis zum Ende hier aufsparen, die Dinger? Das sieht doch voll machbar aus. Da kommen irgendwie so 10, 20... Kommen irgendwie so 10, 20 verschiedene... Minen auf einmal, die irgendwie so zielsuchend sind, und dann bin ich auf einmal weg. Ich weiß, das gar nicht so schwierig, ey. Ah.
Ja, geh mal bloß weg mit dem Ding. Da, wo kommen die auf einmal her? Tun die selber irgendwie explodieren? Oh, wir sind gar keine Gegner. Nein, warum? Ich verstehe halt irgendwie nicht, wie die hier irgendwie alle am explodieren sind. Komm schon, so viele sind nicht mehr übrig. Ich habe nicht gesehen, dass ich beinahe tot war. Oh, komm schon, Mann. Boah, ich bin mich doch am Heilen. Ich habe schon wieder zwei, dreimal den Stim fliegen gesehen. Boah, injiziere das Zeug doch einfach in mir, BD. Mir fällt doch nicht immer in der Luft, damit ich das fangen muss. Ey. Ich fühle mich wie Son Gohan hier in der Buu-Saga, wo irgendwie Son Goku ihn irgendwie dem Portal zugeworfen hat und der hat ihn nicht gefangen. Oder irgendwie voll keinen Sinn macht, weil das sind irgendwie Charaktere, die können irgendwie Kugeln, die durch die Gegend fliegen, irgendwie einsammeln, ne? Aber so ein Portalring, nein, da wollte ich gar nicht. Boah. Also so ein kleinen Ohrring, der zu ihnen hinfliegt, können sie nicht fangen. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Was zum? Ah, was ist das? Ich verstehe nicht, weil die mal diese Explosiv. Die laufen rum, haben schon diese explosiven Dinger in sich drinne und dann kommen die auf mich los irgendwie. So sieht das aus. So, das spare ich mir jetzt aber auf, ey. Wenn die Kacke hier am Dampfen. Na, guck dir an, was ist das? Nein. Heilen, heilen. Da, ich verstehe halt nicht, was ist das? Was zum? Boah, eher ehrlich? Wieso habe ich denn jetzt wieder 4 von 150? Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ey, was ist das? Okay, ich verstehe schon. Gut, dann komme ich irgendwann später hier hin. Nee, boah, mach ich dem erst immer alle am Ende. Boah. Ist das Spiel auch noch voll am kaputt glitschen? Auch noch gibt es einfach nicht. Ich verstehe gar nicht, was da irgendwie abgeht in diesen Dingen hier. Kann ich einfach darüber springen? Ich glaube nicht. Ja, da komme ich eben zurück, wenn ich irgendwie mächtiger bin. Verstehe schon, alles klar. Was ist das hier? Werkbank brauche ich nicht. Aber dabei ist das gar nicht so schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist voll die geglitschte Herausforderung. Naja, keine Ahnung, was da überhaupt abgeht. Na gut, muss ja nicht alles sofort sein, ne? Octobocto hier, dieses Octobruto, wie auch immer das heißt, müssen wir ja auch vertagen. Aua! Ich wollte sehen, was da unten noch ist. Aber ja, werde ich davon getroffen? Ja. Ja, wie... Oh, Leute, ey. Was ist heute los, ey? Boah, das Spiel ist schon schwierig genug, da muss nicht so was auch noch kommen, ey. Aua, Mann. Oh. Noch mal eine Pause, ey. Ja, ich erreiche dann, ey, Alter. Das kippt jetzt ab. Boah. Ja, ist gut. So. Nach oben, nach links,
Ja, wie soll ich denn hier bitte schön nicht getroffen werden? Was? Boah, ich bräuchte irgendwas, was irgendwie meine Heilung noch beschleunigt. Da gibt es doch bestimmt auch noch irgendwie was, ne? Oder dass ich irgendwie nicht bei jedem Kratzer, den ich erleide, während ich mich heile, irgendwie zusammenzucke oder so. Da gibt es doch bestimmt noch irgendwie was, ne? Ich warte, soweit ich irgendwie das hab. Wir sind noch nicht am Ende. Wir kriegen das hin. Also irgendwas muss ich hier noch hochleveln, ne? Sonst wird das hier noch schwierig im Spiel. Also irgendwas muss ja noch kommen, was mich stärker macht. Oh. Gar nicht gesehen, Alter. Rechts ist heute. Ah, ich mag diesen Planeten jetzt schon nicht, ey. Ich sorge für einige sehr unschöne Sachen bisher, die ich hier gesehen habe. Hey, da war was, glaube ich. Ja, danke schön. Ist mir gerade ein Kompliment gegeben. Weiß nicht, ob ich da runter will. Da hoch will. Was ist hier unten? Sieht auch wichtig aus. Egal. Kann ich ja bestimmt zurück, ne? Macht dir das Spaß, Kumpel? Ja, ich habe schon gehört. Go, Casters, go. Okay, so. So, ich muss mich mal wieder beruhigen. Ich muss mich mal wieder ein bisschen beruhigen. Ich habe sogar das Gefühl, es ist ein sehr frustgefüllter Part heute. Guck. Ungefähr so. Ich dachte, du wolltest nur irgendwas sagen. Okay. Der Name ist nicht Clive, ne? Du musst nicht zu jeder... Du musst nicht zu allen irgendwie so eine merkwürdige Bemerkung machen, Kerl. Ich wusste, da oben ist irgendwas. Bonk. Und da ist doch bestimmt auch irgendwas, ne? Kann ich da hoch? Nein. Gut. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen beruhigen. Ich hatte einige sehr stressige Momente heute. Ich muss ja wieder ein bisschen tiefenentspannter reingehen. Was ist hier unten? Warum kann ich anhalten? Ein bisschen tiefenentspannter wieder an das Spiel rangehen, ne? Ich habe einen Boss beim ersten Versuch geschafft. Guck mal, was ich alles finde. Ich habe einen Boss beim ersten Versuch geschafft. Das war eigentlich auch nicht schlecht, ne? Die Machtherausforderung, die Machtrisse. Tun wir die mal vertagen, ne? Wir schauen uns jede neue an, die wir finden, ne? Aber so wie es ausschaut, muss ich die alle so ein bisschen vertagen. Weil ich noch zu schwach bin, wahrscheinlich. Lass mich mal gucken unter Fähigkeiten. Vielleicht habe ich ja jetzt schon wieder so ein neues Ding hier, ne? Überleben. Weil ich stelle mir irgendwie vor, irgendwann kriege ich vielleicht noch irgendwie so... Sind hier noch einige? Hier sind gar keine mehr. Oh nein. Überleben. Okay, so viel dazu. Blockanzeige fühlt sich schneller. Blockanzeige ist jetzt nicht so ein Problem. Okay, mehr AP kriege ich anscheinend nicht mehr. Verdammt. Doppelklinge. Endloser Hurricane. Ich überlege gerade so. Das hier wollte ich glaube ich haben, ne? Überlegenes Festhalten. Die Gegner noch länger festgehalten werden. Ich habe so das Gefühl, mein letzter Versuch in dem Machtriss war gar nicht so schlecht, ne?
aber ich bin irgendwie voll zu Tode geglitscht und der Counter hat sich irgendwie resettet. Da waren so ein paar Sachen, die jetzt so meiner Meinung nach hätten die nicht passieren müssen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber okay, kommen wir irgendwann zurück, wenn wir mehr Macht haben, wenn wir Boni, genau, vielleicht kriege ich irgendwann so ein paar Boni, so, ne? So, du kannst dich heilen, ohne irgendwie unterbrochen zu werden. Das wäre ein cooler Boni. Könnte ich mir vorstellen, wenn es sowas gibt. Also irgendwas, was mich irgendwie davon abhält, nicht bei jedem Kratzer irgendwie hier zusammenzuzucken. Kommt denn darauf? Oh, ich weiß schon, was hier los ist. Gleich. Mach mal das nochmal. Du willst mich beschützen. Ah, komm schon, echt. Ich bin dein Verbündeter. Also, irgendeiner macht irgendjemanden kaputt, bitte. Ah, komm schon. Lass uns gemeinsam kämpfen. So, ein Gegner weniger, den ich mich kümmern muss. So, ich habe noch eine gute Idee. Im Kampf nicht verfügbar. Oh. Ich hoffe, ich kann auch irgendwie den Schild jetzt ja aufmachen, ne? Ich glaube nämlich nicht, ne? Weil warum sollte er hier auf der Seite sein? Okay, habe ich überhaupt Erfahrungspunkte gerade bekommen dafür? Ich glaube nicht, ne? Oh Mann. Ah! Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Ich wollte nicht mein Ding sehen, ich wollte meinen Stim einsetzen. Aus dem Weg! Oh, ich habe keine Macht. Ja, wir treffen mich jetzt alle nicht. Okay. Was ist das? Okay. Irgendwo habe ich gerade. Hallo? Bin ich gut, dass du mich mal mitnimmst, ja? RIP. Warte mal, ist da oben was? Da oben ist auch noch was. Aber hier ist auch was. Mehr Gesundheit bitte. Mehr Widerstandskraft, keine Ahnung. Stim-Heilung wird nicht mehr unterbrochen. Irgendwas. Macht das in Zahlen, okay. Maximale Macht erhöht. Ich habe so das Gefühl, so machtmäßig bin ich eigentlich so ein bisschen gecovert, ne? Ich kann meine Macht erhöhen, indem ich mich heile. Ich warte, da geht's hoch, glaube ich. Ich will laufen auf der anderen Seite. Ich denke eigentlich, ich bin so machtmäßig gecovert, ne? Ich habe eigentlich genug Macht, finde ich. Mir geht die jetzt nicht wirklich so irgendwie aus während den Kämpfen, habe ich so ein Gefühl. Und wenn die mir ausgeht, dann heile ich mich mit einem Stim, was meine Macht wieder heilt. Sie kann das bestimmt für uns entschlüsseln. Und dann ist wieder gut, ne? Hebedroide. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wo muss ich denn jetzt hier hin? Oh Gott. So, oh. Ist er nicht von wo ich gekommen bin? Hä? Von wo bin ich denn da gerade gekommen? Ach, von hier unten. Ah. Muss schon sagen. Ah, und jetzt kommen wir da unten hin. Bank.
nur ein Druide. Schauen wir mal nochmal. Ach, Matrix, ne? Nur ein Agent. Dösch. Ja. Ja, war gut. So, wie mache ich das jetzt auf? Ja, ich kann definitiv so den Appeal von den Blaster sehen. Da, nur so, wenn er irgendwie, weiß ich nicht, so, wenn er so im Kampf bist, habe ich so das Gefühl. Hm? Oh, ich kann das gar nicht abstellen. So, jetzt muss ich aber noch mal kurz zurück wegen der Truhe, ne? Oh! Aber in solchen Situationen nicht schlecht, ne? Wenn ich irgendwie nicht mit denen kloppen will und einfach nur abknallen kannst, ne? Warum nicht, ne? Bei einigen Gegnern ist das definitiv hilfreich. Bodenimpuls. Ich verstehe immer noch nicht genau, wie die so ablaufen hier. Die kann man irgendwie abspielen? Kann man die in der Kantine abspielen? Ich dachte, er ist halt irgendwie so Sachen, die du irgendwie, weil du hast so einen MP3-Player oder so, mit dem rumläufst, ne? Dann kannst du irgendwie, weil nicht. Wenn du mit Cal irgendwie durch die Gegend rennst, hier irgendwie Musik hören, dann konntest du im Final Fantasy 15. Also so einen MP3-Player. Konntest du ja Musik von älteren Final Fantasy-Spielen anhören, aber so geil. Hey. Bonk. So, wie? Oh, ich muss da so herunter. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Bonk. Ganz locker, ganz locker, mein. Immer schön locker rein, immer schön tiefenentspannt bleiben. Au. Oh. Abstellen. Nein, da kommen die Dinger raus. Ich habe zum Spielen und zum Naschen und Schokolade. Ja, ja, ja. Weißt du, wenn BD1 mir nur irgendwie so ein Ü-Ei irgendwie gibt. Ha. Ah. Ah, mal so. Was immer da vorne ist, sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Oh nein. Oh, jetzt hat er sich eingebuddelt. Dieses Stück. Muss ich mir wieder so notieren, so. Boah. Hm? Was auch immer passiert ist, hat diesen Mond in Stücke gerissen. Ein Scan? Gute Arbeit. Bitte. Muss ich mich wieder daran erinnern, dass das Viech hier rumläuft, ey. Wo kam ich denn jetzt gerade? Von da, ne? Oh. Da. Warum hast du mich schon mit dem ersten Treffer auch treffen, ne? So, jetzt du. So. Okay. Komme ich jetzt? Der war gar nicht tot. Komme ich jetzt darüber? Ach so, hier. Jetzt muss ich mich daran erinnern, dass dieses eine Viech die ganze Zeit da ist. Ganz locker bleiben, ganz locker bleiben. Oh Gott. Oh Gott.
Oh mein Gott. Okay. Okay. Haha, Dusch. So ein cooler Angriff. Haha, Dusch. Voller Fechtersprung irgendwie. Okay. Kann ich da oben auch lang? Ich glaube, da muss ich so rein. Okay. Dieser Ort ist ein bisschen nervig zu navigieren, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr viel anstrengender. Oh, ich werde direkt, ich fall direkt runter. Cool. Mein Gott, ey, ich dachte, ich würde nur Schaden nehmen. Oh, Leute, gibt's einige. Ich kann mich nicht mal bewegen und ich verliere die Hälfte meiner AP, wenn ich da vermassel. Glauben Sie, ich Meditationspunkt. Okay. Jämmerlich. Die wollen uns auf gar keinen Fall reinlassen. Ja, deswegen schießt man Türen, Kerl. Wenn man nicht will, dass jemand irgendwo reingelassen wird. Du brauchst das jetzt nicht scannen, die Tür ist zu, das sehe ich. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. So, wie komme ich denn da wieder zurück? Gar nicht, ne? Aber wir haben einen Meditationspunkt. Ich würde sagen, das wäre ein guter Ort, um Feierabend zu machen für diesen Part, ne? Okay. Also dieses eine Viech werde ich aber nicht vergessen, ne? So. Hatte ich einen Boni freigeschaltet? Ich. Nee, ne? Ich habe nur einen Punkt, aber ich habe. Ne, ich habe 5 von. Bin ich gerade blind? Stand da nicht gerade 5 von 6? Ich glaube, ich drehe nur durch. Okay, ich bin bereit. Gut. Ja, ja, also der ist jetzt hier notiert, ne? Da wird jetzt auch bestimmt stehen hier so 8 von 11, ne? Ja, wird ja schon. Ich habe schon 51% erkundet. Ja, ich werde vertagt, ne? Ich muss sowieso nochmal jetzt zurück wegen dem Machtriss. Von daher, okay, gut, aber ich würde sagen, für diese Folge war es das, ne? Wir sind schon eine Stunde gerade hier an dem Meditationspunkt gelandet. Von daher ist das doch ein guter Punkt hier, um Feierabend zu machen, ne? Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, weil wenn nicht, sonst schießt euch Kestis hier, Karl Kestis, ins Gesicht, ne? Oh, habt ihr den gesehen? Ich weiß, wie man mit dem Teil umgeht, okay? Gut. Also ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Like, Abo, Kommentare und all das gute Zeug. Abonnieren. Ciao. Haha.